Also in der Tat, altersgemischte Teams bringen sehr, sehr viele Vorteile. Hier arbeiten junge Mitarbeiter mit älteren Mitarbeitern gemeinsam in einem Team, an einer gemeinsamen Sache. Dabei ist es egal, wie sich die Anzahl der Mitarbeiter aus alt und jung zusammensetzt. Bei den altersgemischten Teams ist es so, dass die Älteren den Jüngeren ihre Erfahrungen weitergeben, das Wissen weitergegeben wird, Hilfestellung zwischen alt und jung geleistet wird und darin ein sehr großer Mehrwert für unser Unternehmen liegt. Ja, wir haben in unserem Haus in der Kreissparkasse in Ludwigsburg seit 5 Jahren ein sehr, sehr erfolgreiches Mentoring-Programm initiiert. In jedem Jahr treffen sich 10 Tandems zusammen und diese Tandems arbeiten ein ganzes Jahr gemeinsam. Ein Altersunterschied zwischen Mentor und Mentee besteht jedes Mal zwischen 10 bis 15 Jahre, sodass also hier wirklich Ältere mit jüngeren Mitarbeitern zusammengebracht werden. Die beiden treffen sich in unregelmäßigen Abständen das ganze Jahr über und der Ältere kann seine Erfahrungen weitergeben und der Jüngere kann seine Erfahrungen wiederum weitergeben. Alt trifft jung, jung trifft alt, so haben wir das Programm genannt. Und über die Zeit hinaus, die die Kollegen miteinander als Mentor und Mentee verbringen, hat es sich viele Freundschaften und viele Netzwerke im ganzen Haus dadurch ergeben, von denen weiterhin erfolgreich gezehrt werden kann.